Guten Morgen zusammen. This talk will be in German. Unfortunately, we do not have a live translation. If someone would like to hear the talk in English, please make sure to visit the live stream, because there we do have a translation. And it would be the best option for you to find a nice place in the sun for the live stream, because otherwise it's a little bit loud inside here. So yeah, this talk will be in German. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber diesen Talk hätte ich ehrlich gesagt ganz gern vor dem Camp gehört. Wer von euch hat beim Aufbau geflucht, weil er nicht den passenden Knoten zur Hand hat oder weil wieder was schief gegangen ist? Ja, ich muss mich auch definitiv einschließen. Ich habe schon gesehen, einige von euch haben Seile dabei. Ich wünsche euch auf jeden Fall bei dem nächsten Talk das Knoten einmal eins. Sehr viel Spaß, es darf fleißig mitgeknotet werden und ich möchte, dass ihr mal einen großartigen Applaus für unseren Speaker Cube gebt. Ja, Wahnsinn, dass ich das hier machen darf. Danke an alle, die gekommen sind. So, jetzt haben wir die Präsentation schon irgendwo. Ah, da, großer Bildschirm. Perfekt. Gut, ja, ich bin der Cube. Ich werde euch etwas über Knoten erzählen. Dazu haben wir erstmal die obligatorische Legal Slide. Jetzt, meiner Erfahrung nach, ist das mit Knoten so, dass es schwierig ist, die visuell zu lernen. Also aus einem Diagramm oder einem Foto direkt zu lernen, wie man den richtig macht und auch kontrolliert, dass der nachher richtig ist. Das heißt, ich würde euch wirklich empfehlen, wenn ihr damit irgendwie nachher einfach klettern wollt oder so Kram, holt euch erst eine Hands-on-Einschulung von jemandem, der euch auch zeigen kann, oh nein, ihr habt da noch dieses Seil einmal verdreht oder so. Das ist definitiv sinnvoll. Und ansonsten, verklagt mich bitte nicht. Eh klar. Ich bin kein zertifizierter Alpinist oder irgendwas, Bergretter. Ich werde das einfach aus meiner Perspektive erläutern. Genau, für die Leute, die das ein bisschen in Detail lernen wollen, werde ich demnächst noch einen Workshop machen. Ich glaube, ich habe den heute mal angesetzt. Die Zeit und der Ort wird sich allerdings noch rausstellen. Und ansonsten, ich werde das ganze Camp über mit so ein bisschen Schnurgedöns rumlaufen. Da könnt ihr gerne auf mich zukommen und sagen, hey, zeig mir doch nochmal diesen Knoten. Das mache ich gerne. Vorzugsweise gebt ihr mir da noch ein Bier oder eine Mate aus. Da freut sich der Cube. Genau. Jetzt, das mit den Knoten ist so eine Sache, da gibt es verschiedene Anwendungsbereiche, in denen die Leute diese Knoten gelernt haben. Und ich kenne natürlich nur einen dieser Anwendungsbereiche. Ich bin schon seit 2002 als Kind und seit 2012 auch als Leitungsperson in einem Jugendverein in der Schweiz tätig. Und das ist das Umfeld, in dem ich mit Knoten in Kontakt gekommen bin und mich dafür begeistert habe. Da unten sieht man ein bisschen, was das bedeutet, wenn man so mit so bis zu 40, bis, ja, okay, unsere Höchstzahl war mal 60 Kindern irgendwie auf einem Platz ist, dann baut man halt zwei Tage vorher so 15 Meter hohe Masten und packt dann da Plattformen ran und zieht dann da so ein Zelt hoch. Und das sieht dann so aus und da oben drauf können auch die Kinder ein bisschen runterschauen. Das heißt, diese Knoten, die ich euch jetzt hier zeigen möchte, sind weniger spezielle Abseilknoten, also Kram, der euch beim Klettern oder beim Segeln oder so helfen wird, sondern mehr eben genau Zeltbau und ein bisschen so Leinenspannen, Seilbrücken, so Gedöns und generell ein paar nützliche Tipps. Ja, so sah das Zelt damals 2012 von der anderen Seite des Flusses aus, neben dem es stand. Und jetzt möchte ich mal dazu kommen, erstmal ein bisschen zu ranten. Nämlich, das mit den Knoten ist so eine Sache, dadurch, dass das immer verschiedene Disziplinen sind, die teilweise gleichzeitig auf so einen Knoten kommen, sind ungefähr alle Knoten unter drei verschiedenen Namen bekannt. Und zwar im deutschsprachigen Raum. Dann hast du noch zwei im Englischen. Das heißt, ich werde nirgendwo in diesem Talk großen Namen von Knoten verwenden und wenn, dann verwende ich mal den einen und mal den anderen, weil es macht keinen Sinn. Das Problem ist, es gibt da Probleme,
die eben mit der organischen Chemie, das ist, sind ungefähr die gleichen Probleme. Du hast Rechtshändigkeit, du hast Linkshändigkeit und es gibt noch keine wirklichen Lösungen dafür. Es gibt keine einheitliche Nomenklatur für Knoten. Es gibt teilweise sogar Namen, die für zwei verschiedene Knoten in dem Sinne verwendet werden, was noch viel schlimmer ist und deswegen werde ich euch auch gar nicht erst mit den Namen anfangen. Genau. Die erste Lösung oder die vermeintliche Lösung für das Problem ist natürlich, dass man ein Nachschlagewerk hat, wo die einfach alle durchnummeriert sind. Das ist Clifford Ashley's Ashley's Book of Knots. Das wird so generell als die Goldstandard-Referenz für das ist das Buch, in dem alle Knoten drin stehen, verwendet. Das Problem ist, dass Clifford Ashley natürlich nicht Knoten beschrieben hat, sondern Verwendungen von Knoten. Das heißt, das eine Problem wird gelöst, nämlich dass du einen Namen hast, der mehrere Knoten hast, aber du hast immer noch für den Knoten mehrere Nummern. Das heißt, du hast dann teilweise irgendwie einen sehr oft verwendeten Knoten, den Mastwurf, der hat dann irgendwie vier verschiedene Nummern, weil er halt einmal gesteckt und einmal geschlauft und einmal geworfen und dann kannst du ihn noch auf einem Seil verwenden. Und natürlich sagen einem die Nummern herzlich wenig darüber, was das jetzt genau für ein Knoten ist. Deswegen, wenn ich auch die ABOC-Nummern, also Ashley Book of Knot-Nummern, hier weglassen, tut mir leid. So. Literatur zu Knoten ist natürlich auch schlimm, weil so gewisse Fehler schleichen sich dann ein und werden dann halt weiterverwendet. Vor allem Prä-Internet-Knotenliteratur hat sich teilweise evolutionär aus anderer Literatur entwickelt und ich habe da schon Kram gesehen, das wollt ihr gar nicht angucken. Die viele Knotenliteratur, gerade für Einsteiger, also so Jugendvereinshandbücher und Segelhandbücher, machen wenig Angaben, für welche Seilarten Knoten nützlich sind und was bei Knoten gefährlich ist, was man beachten sollte. Ich werde mich in diesem Talk relativ oft auf sowas so ein bisschen festbeißen und sagen, wo die gefährlichen Dinge bei Knoten sind. Genau, wenn man denkt, das Ashley Book of Knots hat das besser gemacht, das Problem ist, das ist 1944 rausgekommen. 1944 hatten wir noch keine synthetischen Seile. Das heißt, das Ashley Book of Knots beschreibt eigentlich Knoten ausschließlich in Hanf, Jute und großem Tauwerk von Schiffen. Gab es halt damals noch nicht. Also ich glaube, die ersten synthetischen Seile waren da gerade mal so Fallschirmschnüre, aus denen sich später Paracord entwickelt hat. Aber damit kann man halt auch keine gescheiten Knoten machen, weil die sich viel zu sehr zusammenziehen. Wo wir schon bei Seilen wären. Es gibt einen Haufen natürliche Materialien, die ihr hier alle seht. Es gibt einen Haufen synthetische Materialien. Der Unterschied im Großen und Ganzen ist, dass natürliche Materialien fast alle sich unter Feuchtigkeit zusammenziehen, meistens gewoben oder gedreht werden zu Seilen und eine rauere Oberfläche haben. Das ist für manche Anwendungen ganz nützlich, aber wenn man Bauten hat, von denen man wissen will, dass sie halten, verwendet man das nicht, da verwendet man synthetische Seile. Und die Seilkonstruktion ist dann natürlich auch wichtig. Wir haben eben geflochtene Seile, wir haben gedrehte Seile, aber ich werde in diesem Talk eigentlich nur Kernmantelseile behandeln. Also Seile wie diese beiden unteren da, die sind, haben einen sehr elastischen Kern in der Mitte und einen Mantel außen dran, der sehr glatt ist. Darauf halten natürlich manche Knoten, die auf Reibung basieren, weniger gut, aber wenn ein Knoten in diesen Seilen hält, kann man sich ziemlich sicher sein, dass er überall sonst auch hält. Der Vorteil ist außerdem, diese Seile kommen mit einer Bruchlastnummer, wie viel Kilonewton die aushalten können. Man weiß einfach, woran man da ist. Genau. Hier bin ich, wie ich in einem meiner Lager da ein paar Kindern Seile Knoten beibringe. Seht ihr auch wieder ein paar Seile rum und so weiter. Das mache ich halt den Sommer über. Genau. Da haben wir jetzt eigentlich schon, keine Angst, die Knoten kommen bald, das sind jetzt nur noch ein paar Slides. Insgesamt sprechen wir von zwei Domänen in dem Sinne, die es so grob gibt, nämlich du hast Knoten, um zwei Seile miteinander zu verbinden, also da Running Line bedeutet in dem Sinne ein Seil, das irgendwo durchläuft und du hast Knoten, die ein Objekt miteinander, also ein Objekt mit einem Seil verbinden oder zwei Objekte miteinander verbinden.
zwei Objekte miteinander wird als Bindeknoten bezeichnet und ein Seil an einen Knoten ist meistens eine Schlinge, im Englischen Hitch. Egal, die englische Nomenklatur ist nochmal ein bisschen komplizierter. Eigentlich gibt es natürlich drei Domänen, nämlich wenn man dann noch eine Person dran knüpfen will, aber dafür haben wir die Experten hier schon am Camp vertreten, das muss ich nicht weiter behandeln. Genau. Ihr werdet außerdem in den Slides rechts unten so Symbole finden. Das erste Symbol bedeutet, dass ein Knoten unter Last geknüpft werden kann. Das heißt, nicht geknüpft werden muss und dann sich wieder auseinanderzieht und dann zwar hält, aber nicht unter Spannung angezogen werden kann. Das zweite Symbol bedeutet, dass es ein Knoten ist, der auf Reibung basiert und dementsprechend verwendet werden kann, um sich abzubremsen in einer Situation, beispielsweise wenn man etwas kontrolliert ablassen will oder wenn man irgendwo aufsteigen will. Das dritte Symbol bedeutet ganz spezifisch, dieser Knoten verringert die Bruchlast des Seiles um sehr wenig. Das ist nämlich so, wenn man in so ein Seil einen Knoten reinmacht, macht man da ja relativ enge kleine Törnchen. Und das verringert natürlich die Bruchlast des Seils. Das heißt, wenn ein Seil reißt, dann reißt es wahrscheinlich am Knoten. Und deswegen gibt es bestimmte Knoten, die sich bewährt haben und auch mit so Zuglasttests durchgetestet wurden, dass die Bruchlast des Seils quasi nicht verringern. Ja. So, hätten wir das. Der erste Knoten, den ich mit euch angehen möchte, ist dieses Ding. Kennt das sicher? Wer schon mal Schnürsenkel geknotet hat, machst du einen halben Schlag in die eine Richtung und dann in die andere. Toll, hält, haha. Das ist ein Knoten, der wird Samariter genannt, wird Square Knot, also Quadratknoten genannt, Kreuzknoten, ist egal, dieses Ding halt. Sollte man eigentlich nicht als Seilverbinder verwenden, sondern eigentlich nur, um irgendwie Objekte zu bündeln, Schnürsenkel zuzumachen. Das Ding hat nämlich einige sehr schwerwiegende Probleme. Erstens, wenn da ein bisschen Slack auf dem Seil ist, rutschen diese beiden Schlaufen auseinander. Das heißt, wenn das Seil so Schockbelastung ausgesetzt ist, die immer wieder anschwillt und dann wieder nachlässt, kann es sein, dass die Enden einfach rausrutschen. Das zweite Problem ist, dass dieser Knoten absolut nicht hält, wenn die Seile zwei unterschiedliche Durchmesser haben. Keine Chance. Wenn ihr da an dem gelben Seil zieht, rutscht das einfach aus der blauen Schlaufe raus. Das dritte Problem ist, dieser Knoten sieht beinahe so aus wie der wirkliche Square Knot, aber das ist der sogenannte Granny, die Großmutter. Das ist ganz grausam. Also viele Leute wundern sich immer, warum ihre Schnürsenkel aufgehen. Die machen halt quasi ein Schnürsenkelknoten, ist ja nichts anderes als ein Square Knot mit dem letzten Überknoter mit Schlaufen gemacht, anstatt mit Seilenden, damit man ihn einfacher aufziehen kann. Wenn man aber diesen zweiten halben Schlag quasi nicht verdreht macht, sondern chiral gleich, sodass diese blauen Enden da, wenn ihr auf die gelbe Schlaufe schaut, gehen die blauen Enden einmal oben und einmal unten raus. Das ist falsch. Dieser Knoten geht euch auf. Der verzieht sich auch ganz grausam und sieht dann auch falsch aus, aber viele Leute merken das halt nicht. Wenn man das noch nicht weiß, dass das gehen kann, dann ja, bindet man halt sein Leben lang Schnürsenkel falsch. Könnt ihr mal drauf schauen. So, jetzt denkt man sich natürlich, haha, damit ich nicht den einen Schlag in die falsche Richtung machen kann, mache ich den Knoten halt einfach auf eine andere Art und Weise, nämlich ich mache da eine Schlaufe mit dem einen Seil und fädel dann das andere Seil schön einmal durch die Schlaufe außen rum und wieder durch die Schlaufe zurück. Dann kriegt man das Ding hier. Da kann sich aber ein Fehler einschleichen, den man bei der ersten Knüpfvariante gar nicht machen kann, nämlich dass die beiden Enden auf verschiedenen Seiten des Knotens sind. Das ist der sogenannte Dieb oder Thief. Anscheinend hat er den Namen daher, weil er halt so aussieht wie der eine und dann kann man den irgendwo machen, was halt also einen Seesack so zubinden und wenn dann nachher quasi der Square Knot dran ist, also der Kreuzknoten, dann weiß man, jemand hat mit dem Seil gespielt und hat das aufgemacht und wieder zugemacht, weil man halt, wenn man es aufmacht, nicht guckt, ob das jetzt ein Thief ist oder ein Square Knot. Ja, das Problem ist, der hält natürlich auch nicht, weil da könnt ihr euch vorstellen, der zieht sich so ein bisschen quer und rollt sich dann wirklich so von den Enden ab. Das ist ganz grausam.
Ah. Und natürlich kann man beide Fehler auch noch kombinieren. Das ist, wenn du dann die gelbe Schlaufe hast, und dann musst du da ganz grausam auf und ab durchfedern mit dem anderen Seil. Das passiert in Wahrheit quasi nicht. Aber ja, aus diesen Gründen empfehle ich, diesen Knoten nicht zu verwenden, außer um sich Schnürsenkel so zu binden. Weil es ist eine schlechte Idee. Die Wahrscheinlichkeit, dass man einen Fehler macht, ist sehr groß und es gibt deutlich bessere Knoten, die besser halten. Beispielsweise der hier. Der wird Weber-Knoten genannt, der hat auch noch ein paar andere Namen. Sheep's Bend, also Schafsknoten ist es im Englischen. Ganz einfach, ihr macht eine Schlaufe, andere Seil kommt da durch und kneift sich dann selbst ab. Man muss mal aufpassen, dass die beiden Seile auf der einen, also die beiden Enden auf der gleichen Seite des Knotens sind. Aber ansonsten hält dieser Knoten wunderbar und ist sogar ein bisschen so anziehbar unter Last. Ist nicht ganz so gut wie der Square Knot, dass man ihn quasi anziehen kann unter Last mit dem Finger drauf, aber es geht, man kann ihn so nachrutschen. Genau. Und wenn die Seile, also so sieht das aus, wenn das zusammengezogen ist, dann das hält ziemlich gut. Und wenn ein sehr großer Durchmesserunterschied in den Seilen ist, kann man auch zweimal rundherum mit dem dünneren Seil um die Schlaufe vom dickeren Seil und das hält dann wirklich Bombe. Und wenn man paranoid ist, kann man natürlich auch den Fischer- oder Spierenstich machen. Das ist, man macht einfach einen kleinen Knoten um das eine Seil und einen kleinen Knoten um das andere Seil und zieht die zusammen. Dann seht ihr unten links, das ist der einfache Spierenstich. Unten rechts ist der doppelte, für wenn man ganz sicher sein will, dass diese Knoten nicht aufgehen. Das funktioniert noch viel besser. Inzwischen diverseste Male wurde der auf Zugmaschinen geprüft, das ist quasi der Goldstandard für Seile verbinden. Macht diesen Knoten rechts unten, wenn ihr wisst, wie er geht und wenn ihr ein Seil nicht unter Zug spannen wollt. Genau. Dann kommen wir zu einer kleinen Geschichte, nämlich dieser Knoten hier, also ihr wollt zwei Seile verbinden und macht da einfach mit beiden so einen normalen Knoten rein. Der wurde bekannt als European Death Knot, also europäischer Todesknoten. Jetzt fragt man sich, warum sollte man das überhaupt machen, wenn es den doppelten Spierenstich gibt? Naja, der doppelte Spierenstich, der ist quasi wie ein Torus auf diesen zwei Seilen drüber. Und wenn man jetzt irgendwie eine Wand runterklettert oder so und man möchte, dass das Seil nachher schön und wieder runterziehbar ist, weil man nicht sein Seil da oben klemmen haben will, weil man irgendwie gerade auf 1000 Meter Abstieg ist oder so, macht man halt was, wo quasi der Knoten mehr so außerhalb von beiden Seilen sitzt und sich dann über Spalten rüberwindet oder so. Das ist aber so ein bisschen eine Sache mit diesem Knoten, weil der hat den Namen nicht ohne Grund. Wenn man da lange genug Schwänze lässt, also Überbleibsel enden, dann ist das eigentlich kein Problem. Das Ding ist mit dynamischen Seilen, also Seile, die Stretch haben, um so Stürze im Klettern abzufangen, kann es sein, dass er dann nach einem Sturz oder ein bisschen Belastung so anfängt, über sich selbst drüber zu rollen und rollt dann immer mehr in Richtung Seilenden und wenn er halt runterrollt, ist halt doof. Dann ist halt fertig. Genau, eine Alternative dazu wäre natürlich der hier, das ist ein 8-Follow-Through, also eine 8 durchgeschlagen von beiden Seiten. Ich zeige euch später noch einen Knoten, wo ich genauer zeige, wie diese Art von 8 funktioniert. Der hat sich auch relativ bewährt, nur die Leute dachten dann, haha, ich modifiziere das einfach und mache quasi den Knoten mit den zwei Seilen, aber mit einer 8. Weil der 8er-Knoten ein sehr beliebter Kletterknoten ist, dachten die Leute, ha, eine 8 zum Seile verbinden funktioniert sicher auch ganz genauso gut. Das Problem ist, das Ding rollt noch viel mehr. Dann, da sind schon einige Leute mit grausam ums Leben gekommen. Die eine Möglichkeit ist, um das zu verhindern, ist, man macht einfach zwei Knoten übereinander. Das sollte das Rollen einigermaßen aushalten. Das wurde auch inzwischen getestet von einigen Leuten. Die andere ist, man macht diesen doppelten Knoten wie den vom doppelten Spierenstich da rein. Oder man macht einen Knoten, der eine relativ junge Entwicklung ist, der genau erfunden wurde, um dieses Problem zu lösen. Man macht erst einen Knoten um das eine Seil, zweiten Knoten um das andere und nochmal einen Knoten um das eine Seil. Zusammenziehen, kein Problem mehr. Aber gut, das ist relativ spezifisch eigentlich auf Klettern ausgelegt. Genau. Wo wir schon bei Klettern sind, der beliebteste Anseilknoten für an Klettergurt dran
ist dieser Achterknoten. Und zwar, weil es ein sehr effizienter Knoten ist und weil man ihn auch notfalls ringbelasten kann. Das heißt, in dieser Schlaufe, die da dran ist, also die sich da ergibt, kann man auch was anderes einhängen. Sollte man nicht unbedingt machen, aber zur Not geht das. Mit dem Knoten, den man davor verwendet hat, nämlich dem Palschsteg, kann das sehr grausam enden. Ihr seht, das ist quasi, anstatt dass man jetzt beim zweiten Bild direkt durch die Schlaufe durchgeht, mit der Schlaufe, die man gebaut hat, geht man noch einmal außenrum und von der anderen Seite rein. Achterknoten. Wenn man den quasi um ein Objekt, das man, wo man nicht einhängen kann, rummachen will, macht man halt erst den Knoten mit einem Seil, fädelt es rum und fädelt es wieder genau dem Seil entlang zurück. Genau. Und wenn man aber etwas mit zwei Seilen an ein Objekt anmachen will, beispielsweise einen Pfahl, und man möchte, dass das dann so richtig schön an dem Objekt hält, also eine zuziehende Schlinge ist, die sich nicht groß verschiebt, dann gibt es den sogenannten Mastwurf oder Clove Hitch. Das sind zwei Schlaufen, die jeweils in die andere Richtung verdreht sind, übereinander geschoben und über ein Objekt gestülpt. Hält sehr schön, hält aber nur, wenn man beide Seile belastet. Ansonsten muss man das eine Seil noch an dem anderen Seil mit so einem halben Schlag abknüpfen oder so. Empfehle ich aber nicht, weil dafür gibt es einen anderen Knoten, nämlich den Maurer. Das ist, man macht erst eine Umrundung um das Seil, um das Objekt. Deswegen braucht man dafür auch weniger Seil, weil beim Mastdorf hat man zwei ganze Schlaufen rundherum. Genau, dann schlägt man das zurück um das eigene Seil, das da wegläuft, hier in meiner Hand. Und schlägt das dann so da rundherum. Das klemmt dann schön auf dem Objekt, auf allzu dünnen Sachen wie so Stahlstangen oder so hält das dann nicht. Aber auf Bäumen ab so einem gewissen Durchmesser hält das dann sehr zuverlässig. Genau. Wenn man also jetzt ein Ende schon wo festgemacht hat, möchte man gerne irgendwo ein Seil durchspannen. Nebenbei bemerkt, ihr merkt, die Bilder sind auf einmal draußen aufgenommen. Wegen IT-Problemen wurden die ein paar Fotos erst ganz spät gemacht. Danke, Hanna. Dazu, wenn man also diesen Truckers Hitch, auch Fuhrmannsknoten oder Spanner genannt, machen möchte, nimmt man da also ein Seil, das ist auf der anderen Seite schon irgendwo festgemacht, müsst ihr euch vorstellen. Und dann macht man da so eine kleine Verdrehung rein, legt die auf das Seil ab und zieht da eine Schlaufe durch. Das ist dann so wie dieser Halbschlaufenknoten, den man oft mit einem Schlag macht, aber also mit einer Verdrehung macht, aber halt mit mehreren Verdrehungen, damit er später besser aufgeht. Man kann anstatt dieser Schlaufe da auch andere Schlaufen machen, aber die lässt sich am besten öffnen und das ist so die Schweizer Jugendvereins-Style-Art, diesen Knoten zu knöpfen. Wenn man jetzt da diese Schlaufe hat, kann man den um ein anderes Objekt durch, den Rest vom Seil und wieder durch die Schlaufe durch. Jetzt hat man da ja quasi einen Flaschenzug. Das heißt, da kann man dann ordentlich Zug drauf geben und dann nochmal dadurch. Und dann kann man das Seil ziemlich auf Spannung halten. Und wenn man dann diese ganzen Seile da schön zusammenfasst, dann bewegt sich dieser Knoten auch nicht mehr und man kann dann schön mit der anderen Hand abknöpfen. Nämlich, indem man da so quasi eine 4 macht und das runterfallende Seil greift und durchzieht. Und dadurch übernimmt das Seil quasi diese Klemmwirkung von der Hand, die jetzt da noch ist. Und dann macht man da noch eine Schlaufe rundherum und dann kann man das loslassen und das hält. Seil schön aufrollen und irgendwie mit einem Stöckchen und so in die übrige Schlaufe reinhängen. Sieht schön aus und ist nicht im Weg. Genau. Und wenn man das kann man auch gut mit Kindern machen oder so, dann zieht man da zu mehrt an so einem Seil, bis es schön straff ist und knotet das da fest. Und dann kann man da auch drüber laufen. So. Als Seilbrücke. Zweimal, da unten seht ihr, das Seil ist noch so ein bisschen da rundherum geschlagen, damit es einen gewissen Grip hat für die Füße. Und obendran hat man auch ein Seil. Zum Festhalten. Ja, das wäre es mit diesem Knoten. Was wir hier noch haben, ist jetzt Klemmknoten. Wenn ihr also das Problem habt, ihr möchtet gerne einen Knoten haben auf einem Seil, den ihr verschieben könnt. Ihr möchtet mehrere Positionen haben, beispielsweise ihr möchtet ein Seil hinauflaufen. Könnt ihr diesen Knoten machen, um das Seil, um das dicke Seil rumschlagen, das dünne durchziehen, nochmal rumschlagen, nochmal durchziehen. Wenn das angezogen ist, in der Konfiguration unten rechts, hält das, sobald du Zug auf dem gelben zum blauen hast, hält das zuverlässig. Wenn man aber keine Belastung drauf hat, kann man den verschieben.
wird also benutzt als quasi selbsttätige Bremse im Abseilen. Also man hat ein Bremsmodul, also irgendwie eine Achter oder ein anderes Gerät, das die Hauptbremslast übernimmt und diesen Knoten dahinter als Sicherungsknoten. Weil wenn man loslässt, geht die Belastung schön durch das gelbe Seil ins blaue Seil, der Knoten zieht sich fest und man hängt dann halt da. Das heißt, wenn man loslässt, fällt man nicht auf den Steinboden. Das ist ziemlich angenehm. Ein anderer Knoten, wo man nur einmal durchschlaufen muss, ist der Klemmheist. Der hat ungefähr die gleichen Eigenschaften, sollte eigentlich nur in die Richtung unten links belastet werden, aber weil es relativ viele Schläge sind, geht es auch in die andere Richtung zur Not noch. Ist ein bisschen schneller zu knöpfen, hat ungefähr die gleichen Belastungseigenschaften. Genau. Lustiges Ding, vom Camp hat C3 Gelb, glaube ich, dieses Bild getwittert. So, hey, macht euch doch einen Flaschenhalter aus Schnur, so, dann müsst ihr nicht immer die Flasche irgendwo in der Hosentasche haben, könnt ihr irgendwie am Gürtel anmachen oder so. Ich habe da Erfahrung gemacht, dass wenn man das probiert, mit Mateflaschen zu machen, nimmt man da lieber einen Klemmknoten anstatt so einmal rundherum. Wobei, andererseits hat mir jetzt jemand am Camp noch einen anderen Knoten gezeigt, mit dem das auch mit Mateflaschen geht, aber ich würde für so dünnere Stäbe lieber einen Klemmknoten verwenden als sowas. Dann könnt ihr auch eure Mate oder euer Bier rumtragen. Genau, aber allerdings Props dafür, dass sie empfohlen haben, da einen Double Fisherman, also doppelten Spierenstich zu verwenden, um die Schlaufe zuzumachen. Wenn man jetzt einen Klemmknoten will, der nur ein Seilende braucht, weil der Pusik und der Klemmheiß brauchen beide eine Schlinge, gibt es den sogenannten Rolling Hitch. Das ist quasi ein Mastwurf rund um ein dickeres Seil, aber mit zwei Schlägen auf der Belastungsseite. Ja, der hält so mäßig, reicht zum Zelteabspannen erfahrungsgemäß. Mit den richtigen Seilen geht er auch auf sich selbst. Das heißt, der Durchmesserunterschied kann 1:1 sein und der hält immer noch. Und dann kann man quasi einfach, Seil kommt, einmal um den Hering rum, diesen Klemmknoten hochschieben, hält. Sehr angenehm, muss man sich nicht mit diesen Metallplättchen rumschlagen, die dann irgendwie verklemmen oder auch nicht. Und wenn man ganz paranoid ist, gibt es den Blake. Das ist ein sehr cooler Knoten. 5-mal rund um das, rund um das stehende Seil rumwickeln, um die Belastungsrichtungsschnur und durch die ersten zwei Turns durch. Und dann macht man dann noch so einen kleinen Stopperknoten dran, obwohl der eigentlich nicht nötig ist. Dieser Knoten hält sehr zuverlässig, braucht nur ein Seil, braucht ein bisschen mehr Seil als der Stoppersteg davor, aber ist sehr vertrauenswürdig, hält auch auf das Seil, wo der Durchmesserunterschied sehr gering ist. Genau. Und was ich euch jetzt noch mitgeben würde, ist einmal, wie man Seile aufrollt. Ich habe da auch schon diverses Grausamstes gesehen, wo gemerkt, das ist, wie man Seile aufrollt, wenn es einem egal ist, dass es ein bisschen kleine Verdrehungen nachher drin hat. Wenn ihr das macht mit irgendwelchem Kletterseil von irgendwelchen Alpinisten, die erschlagen euch. Ist aber sehr praktisch so. Also einmal in die Hand reinlegen, oft rundherum wickeln. Dann legt man das eine Ende zum anderen Ende dazu und dann hat man so eine Schlaufe. Dann packt man das alles so, dass man beide Enden und den Anfang der Schlaufe in der Hand hat quasi und nimmt dann die Schlaufe, um das Ganze so einzuwickeln. Die erste Turn sollte sich da selbst bekneifen, damit das nicht aufgeht. Dann wickelt man das bündig zu und schleift das da durch. Dann kann man das da dran aufhängen. Glücklicher Materialchef, wenn man das zurückbringt, oder auch glücklicher selbst, wenn man das rumtragen kann, ohne größere Aufwände. Cool. Sind wir von der Zeit? Okay, cool. Ja, hier sind meine Bildreferenzen und so. Und jetzt würde ich gerne euch irgendwie ein paar Fragen stellen lassen. Wenn es sich von der Zeit her nachher noch ausgeht, können wir sonst auch noch ein paar andere Knoten machen. Aber ich würde gerne erstmal... Genau, es wird einen Saalengel geben, der ist zu meiner Rechten, zu eurer Linken. Da gibt es die Mikrofone. Wer Fragen stellen möchte, am besten mal ein Handzeichen geben. Und ich würde als erstes zu den, aus dem Chat gibt es keine Fragen. Hat jemand Fragen aus dem Publikum? Da hinten. Und bitte laut und deutlich in das Mikrofon reinsprechen, es beißt nicht.
Die Seilaufwickelmethode, die du gezeigt hast, ist es auch gut für Lagerung, weil ich würde mir vorstellen, dass die Schlaufe sich einfach wieder durchzieht, die man durchgesteckt hat am Ende, und dass sich dann zum Teil aufwickelt. Du meinst, dass sich das, dass die Schlaufe, die man durchgezogen hat, durch das oben, dass die sich wieder rausflutscht und das ist dann normalerweise nicht. Also wenn das, wenn die Seile nicht einen extrem großen Biegeradius haben, also immer wieder quasi in eine möglichst gerade Form zurück wollen, sollte das kein Problem sein. Ansonsten kann man diese Abknüpfung, also dieses Umwickeln, diese Turns auch weiter oben am großen Bund machen quasi, und dann geht die Schlaufe, ist dann schon mehr so ein Durchpopeln, und dann kann man die auch kürzer machen und die flutscht nicht durch. Das hat sich bewährt eigentlich. Ich habe da hinten gerade schon, ja. Hallo, ist bei mir schon eine Weile her, dass ich meinen Segelschein gemacht habe. Damals wurde noch der Palsteg recht gern verwendet. Du hast gemeint, der ist jetzt fürs Klettern nicht geeignet. Warum denn nicht? Also, ich sag's mal so, wenn man weiß, was man tut, ist er schon geeignet. Er ist, in dem Sinne wurde als Anseilknoten oft verwendet. Also man hat da so einen Klettergurt und da hat man ein Seil und man möchte gerne, dass das da dran angemacht ist, ohne dass man dafür noch einen Karabiner braucht oder so, weil dann will man für was anderes frei haben. Da verwendet man heutzutage den Achterknoten und nicht mehr den Palsteg, weil vom Palsteg gibt es mehrere Konfigurationen, bei denen nicht ganz bekannt ist, welche die ist, die besser für quasi Belastung Schlaufe zu Seil und welche die ist, die besser belastbar ist, quasi Schlaufe in sich selbst. Und das Problem ist, wenn dann eben Leute die machen, die quasi Schlaufe zu Seilbelastung gut ist und dann aber noch was Zusätzliches in diese Schlaufe einhaken, weil sie keine Ösen sonst irgendwo frei haben, dann hast du Ringbelastung und dann geht dir dieser Palsteg auf und dein Hauptanseilpunkt ist quasi nicht mehr vorhanden. Deswegen verwendet man da, also schlägt die Europäische Klettervereinigung da vor, dass man den Achter da verwendet. Dann sehe ich da noch eine weitere Frage. Wo findet man dich zum Workshop? Das ist noch eine gute Frage, das muss ich noch abklären. Ich habe vorm Camp mal mit jemandem vom Team Harbor Village geschrieben und da gäbe es auch ein paar Bäume und Poller und Gedöns, aber das muss ich noch genauer abklären. Es gibt da eine Wiki-Seite, die aktualisiere ich noch. Haben wir noch weitere Fragen? Dann danke ich Cube und ich möchte, dass ihr nochmal einen großartigen Applaus für diese wichtige lehrreiche Stunde gebt.